Hallo, hallo, hier ist Marvel1972 von MFG. Ich bin heute unterwegs im T54E2 und wir werden jetzt mal was ausprobieren, weil es gefragt wurde, mit was für einem Setup ich das gute Stück fahre oder die Panzer fahre. Also Zubehör. Ich sage jetzt auch mal was dazu und es gilt eigentlich ja immer mehr oder weniger für die kompletten Panzer. Also, ihr seht hier schon, ich habe bei Kampfkraft mehr DPM. Also den Ansetzer, weil wir könnten auf Durchschlag gehen, aber 273 mm Durchschlag auf der APCR braucht ihr nicht auf einem Achter. Ihr müsst halt ein bisschen aimen. So, dann hier Vitalität. Ich möchte mit dem Panzer nicht rammen, das ist eine spezielle Sache von mir. Wenn man rammen will, müsste man hier hingehen, aber man rammt so selten und es wird aber so oft die Besatzung verletzt und sonst irgendwas, das verringert die Chance. So, dann ist es ein Heavy, also der braucht keine Tarnung, sondern Sichtweite, deswegen Spezialisierung Sichtweite. So, dann hier erhöht die Wahrscheinlichkeit den Turbolader. Ich möchte auf weite Entfernung schneller schießen können, weil es fährt immer beim Heavy irgendein Light mal irgendwo durch oder so, möchte den besser treffen können. So, dann nehme ich hier einfach mehr Panzerung mit, nicht die Hitpoints, weil es ist ein schwerer, gut gepanzerter Heavy. 4% mehr ist da was. Ich möchte mich schneller drehen können, falls ich gezirkelt werde oder sonst irgendwas. Und hier wieder vertikaler Stabilisator, falls ich mich drehe oder sonst irgendwas. Zielerfassung etwas schneller. So, dann, das könnt ihr euch gleich merken. Diese Kettenreparatur, wenn ihr alles richtig ausgebildet habt, braucht das kein Mensch. Also 30% Modulreparaturgeschwindigkeit gilt für alle Module. Und hier auch nochmal, das ist jetzt eine Geschmackssache, was man hier hinten im letzten Slot macht. Ich habe es hier so. Man kann das auch andersrum machen. So, jetzt gucken wir nochmal ganz kurz beim Proviant rein. So, ich habe meine Mannschaft sozusagen auf 113%, die Crew. Also die große Cola-Kiste bringt 10%. Die kleine Cola bringt 3%, also macht 10 plus 3, 113. So. Und dann habe ich noch 10% mehr Motor. So sind fast alle meine Panzer ausgestattet. Verbrauchsmaterial ist hier auch nochmal so eine Sache, kommt ein bisschen drauf an. Ich habe Adrenalin mit, die große Reparaturkiste und den Turbo, weil ich mich manchmal schnell wegbewegen möchte mit dem Heavy oder schnell Anzug oder so. Bringt nicht ganz so viel, man kann auch das zweite Repair-Kit nehmen. Also kann auch jeder machen, wie er möchte. Dann Munition. Auch hier ausgewogenes Layout, APCR und anständigen Satz HE. Falls mal irgendeiner Hull Down steht, dass man richtig nerven kann auch. So, das reicht eigentlich auch, damit kann man genug Damage machen. So, das macht die Videos natürlich viel, viel länger. Und ja, wir gehen jetzt rein in die Replays. Und ab geht's nach Mittelburg. So. Mittelburg wurde ja überarbeitet, was aber nicht bedeutet, dass man jetzt nicht mehr hochfährt bei Mittelburg. Also im Random-Gefecht weiterhin nach oben fahren. Versucht das auf der Karte anzupingen, da diese Sachen in die Stadt fahren oder so, größte Mumpels Auf überhaupt, geht's! macht keinen Sinn in einem Random-Gefecht, weil ihr braucht gute Spieler, die sich absprechen und hinten stehen und von oben werdet ihr sonst nur abgefahren. So, ich bin hier im Platoon mit Satin 007. Wir können nicht sprechen, kein Discord. Das ist auch ein Zuschauer hier aus dem YouTube. Und wir fahren zusammen. So, ihr seht auch schon, Gegner fährt komplett hoch. Ja. Und unser M, naja, also wir hatten mal ein Light. Also da hinten reinfahren, das ist auch komplett geisteskrank. Wir haben sie. Und ihr seht es, STA, ne? Ich wusste ja, dass der kommt, hat den ganz harten Turm, kommt der mit AP nicht durch, braucht man schon die APCR. Hier das gleiche. Neben der Gunblende kann man da ganz vorsichtig mal durchschießen. Geht auch nicht jeder Schuss durch, ne? Selbst wenn ihr trefft. Ihr seht das wieder, ich versuche da wieder hinzuschießen. Der ging in die Erde. Aber er kommt bei mir halt auch nicht. Also wir sind wie gesagt seit Start einen Panzer hinten. Also das war total nett von unserem. Wir haben
Ihr seht, ging nicht durch. Ne? Hat gerade getroffen, genau da, wo es hin soll. Und ich würde sagen, die Chance ist ungefähr 50-50. Und jetzt will ich hier den T25 mal ein bisschen zeigen, dass man hier auch drauf passen kann. Ja, mein Platoon-Mate schreit um Hilfe. Ich kann aber hier nicht wegfahren. Ich krieg das sehr wohl mit. Aber dann kommt ein Autoloader hier. Und das wollen wir dann lieber doch nicht. Ihr seht schon, der Shark ist eine Macht. Aber wir sind zwei Panzer hinten jetzt. Ja, es war keine Zeit mehr weiter einzuzielen. So, wir haben einen Panzer mal aufgeholt. Da wäre auch eine normale gegangen, dann wäre er weg gewesen. Aber es ist manchmal nicht ganz so einfach am iPhone umzuschalten, wenn man den Zeitpunkt verpasst. Jetzt seht ihr nämlich den Turbo, um zurückzufahren. Ich versuche ihn zu tracken, ging nicht. Ich versuche ihn wieder zu tracken, ging wieder nicht. Also der hat garantiert verstärkte Kräfte. Also unnormal. So, wir sind das erste Mal in Führung. Ja, ich hatte jetzt nichts anderes zum Schießen, also abfahren. Und jetzt ist es eigentlich nur noch Makulatur. Einer weniger. $3,000 Damage, 1300 gebounced. Ja, knapp 4-4 so kombiniert. Wir gucken uns die Teamauswertung nochmal an. Ja. Also ausgewogenes Team. Gegnerteam war auch okay. Unser M41 Dora. Ja, reden wir nicht von. So, in dem Sinne, vergesst nicht ein Abo dazulassen. Schmeißt einen Kommentar rein, wie euch das gefallen hat mit den Vorweg, wie der Panzer ausgestattet ist oder ob ich es hinten dran machen soll am Video, könnte ich auch. Ich sag jetzt erstmal Tschüss.